Yo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge YouTube Champions Cup hier auf dem Online-Fußballmanager.de und wir haben im YouTube Champions Cup das Halbfinale am heutigen Spieltag und da schauen wir uns die Ergebnisse und auch die Spielpläne diesmal komplett an. Machen wir mal größer. So, der Pogi, der liebe Pogi mit seinem Whisper-Buben besiegt den VfB Pirmasens in der Verlängerung mit 3:2. Da schauen wir uns doch mal den Spielbericht an. Und da sehen wir der Pogi mit seinen Whisper-Buben mit 51,8% Ballbesitz gegen den VfB Pirmasens mit 48,2%. Es sieht eigentlich recht ausgeglichen aus, trotz des 8 Punkte Stärkeunterschieds. Und da geht der VfB Pirmasens in der 14. Spielminute tatsächlich mit 0:1 in Führung durch Shelton Shanks per Foul-Elfmeter. Und in der 17. Spielminute, da mache ich schon fast das Ding zu. Nochmal Shelton Shanks, der den Ball am Torwart vorbeischob. Das 2:0 für den VfB Pirmasens. Das war dann natürlich ein Schnellstart. Aber der Pogi lässt sich nicht lumpe, stellt seine Jungs richtig gut auf. Die Whisper-Buben mit dem Anschlusstreffer in der 19. Spielminute durch Nolan McCullinton mit einem Schuss aus 7 Meter. Dann ganze 4 Minuten später in der 23. Spielminute der Ausgleichstreffer noch in der ersten Hälfte durch Rudolf Raymond mit einem herrlichen Freistoß aus 30 Metern. Alter, aus 30 Metern, stell dir mal vor. Pogi, was hast du denn da für ein Granatetyp, ey? Gut, dann gibt es nochmal eine Chance in der 38. Spielminute, dann ist auch schon Schluss. Die erste Hälfte vorbei, steht schon 2:2. Dann geht's raus in die zweite Hälfte, da passiert nicht mehr viel. In der 61. Spielminute lediglich eine Chance für die Whisper-Buben, aber der Torhüter hält. Dann gibt es nochmal in der 79. Spielminute eine gelbe Karte für die Whisper-Buben und dann geht es auch tatsächlich in die Verlängerung. Und in der Verlängerung gibt es nochmal eine Chance in der 107. Minute für den VfB Pirmasens. Dann noch eine gelbe Karte für die Whisper-Buben. Nochmal eine Chance in der 112. Minute für die Jungs aus Pirmasens. Und dann die Whisper-Buben in der 114. Spielminute. Der Befreiungsschlag. Das 3:2 durch Sebastian Fischer mit einem Schuss aus 18 Meter. Und somit hat der Pogi mit seinen Whisper-Buben erneut das Finale erreicht des YouTube Champions Cup. Er ist ja aktuell der Titelverteidiger und es sieht danach aus und sieht gut aus, dass er das vielleicht auch nochmal schaffen könnte. Aber da ist immer noch eine Mannschaft, die was dagegen hat. Von daher Glückwunsch zum Finaleinzug und danke an den VfB Pirmasens für die Teilnahme. Hoffe, du bist im nächsten Cup wieder mit am Start. Damit mich sehr freue. Und dann gehen wir nochmal weiter in die Übersicht. Und dann haben wir hier Holzbeinswil gegen Motor Prenzlau, gegen den Shadow Wolf. Und da hat der Shadow Wolf leider Gottes keine Chance mehr. Er verliert das Spiel mit 2:0 gegen Holzbeinswil. Und dann schauen wir uns auch hier mal den Spielbericht an. Auch hier sieht man ganz klar, deutlich 55,3% Ballbesitz für Holzbeinswil. Motor Prenzlau lediglich nur 44,7%. Ja, da ist eigentlich schon alles klar. Und die Chancenverteilung ist auch 5:1. Und dann geht es gleich in der 14. Spielminute los. Das 1:0 durch Sebastian Zoika per Foul-Elfmeter. Dann gibt es noch in der 26. Spielminute eine Chance für den Holzbeinswil. Und kurz vor der Halbzeitpause kann Motor Prenzlau auch nochmal eine Chance erspielen. Leider scheitert er am Torhüter. Und somit geht es in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeitpause geht es dann munter weiter, 51. Spielminute, die nächste Chance für Holzbeinswil, schießt den Ball allerdings übers Tor. Und in der 62. Spielminute nochmal der Torschütze zum 1:0, das 2:0 aus 22 Meter, einen Granatenschuss ins Tor, nein. Und somit ist wahrscheinlich auch die Messe gelesen gewesen für Motor Prenzlau. Gibt es nochmal eine Chance in der 65. Spielminute und nochmal zwei gelbe Karte für Holzbeinswil. Vom Motor Prenzlau ist in der zweiten Hälfte nichts mehr zu sehen, leider Gottes. Und somit gewinnt Holzbeinswil verdient mit 2:0 gegen Motor Prenzlau. Und hier auch nochmal Glückwunsch zum Finaleinzug.
Und vielen Dank an Motor Brenzler für die Teilnahme. Und hier auch nochmal. Würde mich freuen, wenn du nochmal dabei bist in der nächsten Auflage. So, das war's dann auch. Schauen wir nochmal die Übersicht an. Ja, wie gesagt, am 31. Spieltag das Halbfinale und jetzt am 33. Spieltag dann das Finale. Das wird dann ausgetragen zwischen, kann man doch hier drauf drücken, jawohl, zwischen den Wisperbuben und Holzbeinswil. Die Wisperbuben ein bisschen stärker unterschiedlich ja, als Favorit. Und ja, man weiß es nicht. Vielleicht erwartet uns auch eine Überraschung und Holzbeinswil gewinnt hier haushoch. Aber das werden wir mal abwarten. Und bis dahin sage ich dann mal Tschüss, euer Chris. Bis zum nächsten Mal.